Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Infected. Und ja, ich habe einiges vorbereitet. Das werden wir gleich sehen. Folgendes, wir haben es 9 Uhr abends. Und jetzt pass auf. Ich möchte mit euch was bauen. Und dazu brauchen wir eine Werkbank. Jetzt brauchen wir 3 Tuch. So, 6 Kevlar. Ich hoffe, ich habe es richtig. Und ein Eisenbarren. Und wir stellen uns den Helm her. Sehr geil. Coole Sache. Gut, ich habe mich jetzt ein bisschen vermacht, was wir brauchen. Aber das spielt keine Rolle, denn wir haben es. So, das kannst du alles jetzt hier rüberpacken. Kannst du dich erfreuen und ergötzen. Und wir haben wir den schon angelegt? Ja, wie geil. Und das Geile ist, Light an. Wir haben Licht im Dunkeln. Sehr schön. Geil, hat auch geklappt. Mal gut, dass wir letztens in der Stadt waren. Und da ein bisschen gelootet haben. Schön auch, dass wir jetzt den großen Rucksack haben mit 75 Gewicht. Einwandfrei, das läuft. So, ich zeige euch mal was. Ne, die Maschine hatte ich noch fertig gebaut, wie ich es versprochen hatte in der letzten Folge, dass ich die fertig mache. Hat ja nur noch das Eisen gefehlt. Ja, dann habe ich ein paar Bretter vorbereitet, wie ihr sehen könnt. Ein paar, also nur ein bisschen. Ne? Dann Holzscheiter habe ich wieder aufgefüllt und auch hier komplett voll. Ich kriege ja nichts mehr drauf. Also wir können richtig viel bauen. Was heißt viel bauen? Es wird sehr schnell alles sein. Für das Ausmaß, was ich gerne machen möchte. Ne? So, Freunde. Hier, das Ding läuft auch durch. Da ist noch genug drin. Der läuft gut durch. Dann nehmen wir den jetzt mal mit. Da fehlt jetzt wieder was. Da müssen wir das mal auffüllen. Hier fehlt uns nur noch ein Eisenbarren. Da habe ich auch vorbereitet. Das werden wir alles am Morgen machen. Jetzt will ich aber erstmal gucken, dass wir hier nochmal 2 Kupfer durchschießen. So, mach mal an hier. So, da kannst du hier schon mal das Eisen wieder rausholen. Ich glaube, Stein ist momentan das, was uns am meisten fehlt. So, pass auf. Erstens, wir machen es nicht morgen, wir machen es jetzt. Bäm, wir haben den nächsten Mineralextraktor. Den nehmen wir mit, der kommt zum Aluminium. Machen wir heute auch. Und dann setzen wir hier draußen die Base schon mal soweit fertig an. Also, da fehlen nur noch die Bretter. Holzscheide sind alle drin. Ja, da brauchen wir die ganzen Bretter. Das bauen wir dann auf. Damit wir das haben, dann folgendes. Wir brauchen hier Fisch drin. Wir gehen angeln. Machen wir alles morgen, weil jetzt wird es dunkel. Ja, wir haben jetzt das Licht hier, aber wie gesagt, es ist eh schon. Ich wollte jetzt schon die Folge starten, um mit euch quasi am Abschluss dieses Tages in-game mit euch schon mal alles soweit zu besprechen, was wir so haben. So, folgendes. Hier oben habe ich die Blueprints schon mal weggenommen, weil die komplette Base hier wird verschwinden. Wir bauen uns eine richtig fette Base hier auf. So ist der Plan. Ich hoffe, euch gefällt das. Dass wir jetzt doch nochmal komplett umbauen, so wie ich es. Und wenn das nachher so wird, wie ich es mir vorstelle, dann wird das richtig geil. So, wir müssen jetzt aufpassen. Es ist nicht mehr lange bis zum ersten Blutmond. Es werden da nicht viele kommen, klar. Aber es kommen trotzdem Welte. Also es kommt trotzdem welche, so rum. So, jetzt stehe ich mal auf, mein Junge. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Mich kann man manchmal am Arsch lecken. So. Das tut mir leid. Aber es ist manchmal so, ne? Wer kennt's nicht? Ein bisschen länger im Nest liegen bleiben, ist da was Feines. So, jetzt müssen wir uns erstmal hier voll füttern. Weil das Erste, was wir machen werden, ist Kohlenhydrate. Ja, ich würde sagen, das reicht schon so, Besef. Bogen haben wir. Haben wir einen Bogen? Ja, wir haben einen Bogen. So, jetzt brauchen wir Benzin, wollte ich schon sagen. Benzin. So, und jetzt heißt es auf zum Alu-Spot. Und der ist natürlich bekanntlich da unten. Und da werden wir jetzt zuerst hingehen, stellen den hin, dass der schon mal arbeiten kann, dass wir unser Aluminium kriegen. Weißt du? So, dann nehme ich euch natürlich mit. Wir müssen jetzt nur gucken, wo muss ich denn lang? Da lang? Einfach geradezu? Ja, freilich. Einfach da lang. Gut. So, auf geht's. Wir nehmen das Ding mit. Auf zum Aluminiumerz. Und dann setzen wir das Teil dahin, schmeißen den Sprit rein und dann geht's wieder zurück. So. Das ist erstmal das Erste. So, erstmal G drücken hier. Oh, ein Schwein grunzt. Das Grunzen eines Schweines. Das ist nicht schlimm. Aber sobald du einen Fuchs hörst, das ist schlimm. So, laufen wir noch richtig? Ja, wir laufen hier noch drauf zu. Wie schön. Noch ein bisschen so rum. Ja, warte, wir laufen hier rum. Da rum. Lilo im Löffelstiel. So, einmal frei. Ausdauer ist schon wieder unten. Lassen wir mal aufsammeln. Guck mal, hier steht Mais. Den bräuchte ich. Schön. Naja, ich kann den jetzt hier nirgendwo hinsetzen. Oh je. So, da hinten ist es schon. Einmal über den Berg drüber weg. Fallschaden gibt es zum Glück noch nicht. Ich denke mal, aber das wird kommen. Da werden wir nicht drum herum kommen. Könnte ich mir gut vorstellen. So, wir stellen diesen Extraktor einfach hier hin. So, bäm. So, da steht er. Hauen wir den Sprit hier rein.
schalten das Ding an und dann Feuerwerk und wir gehen wieder zurück. So, mehr wollen wir nicht, mehr brauchen wir nicht. Und dann würde ich sagen, schrauben wir heute ein bisschen schön weiter an der neuen Base, die wir uns da aufsetzen wollen, damit das endlich mal vorankommt. Und ich weiß jetzt nur nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist. Wenn jetzt quasi der Blutmond kommt, greifen die die neue Base an oder greifen die lieber das an, wo ich eigentlich drin bin? Ne? Ich meine, ich werde es wahrscheinlich eh von außen machen. Ja, wir werden wahrscheinlich draußen kämpfen. Ich glaube, es sind beim ersten Blutmond sind es nur 4. Also von daher alles gut. So, die Maispflanze nehme ich jetzt mit. Sehr schön, hat das auch noch geklappt. So, naja, da haben wir doch unseren Aluminium-Mineralextrahierer. Der kann da schön arbeiten. Wenn wir das nächste Mal auslernen gehen, sage ich mal, dann nehmen wir uns eine Kiste mit. Die stellen wir uns nur vorsorglich hin. Weil ich habe noch den Plan, dass wir uns da noch einen zweiten hinstellen. Und wie ich jedes Mal in die Kamera gucke. Ey Leute, ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns hier die Facecam richtig einrichten. Ich hatte das ja schon öfters gemacht. Also wenn ihr mich sehen wollt, sage ich mal, ne, dann guckt euch andere Videos an. Ich glaube, da bin ich zu sehen. Momentan habe ich es eher nicht an, weil ich weiß nicht, ob das jetzt... Oh Gott, der Bär. Den müssen wir schnell wegmachen. Weil ich weiß nicht, ob das so für euch relevant ist. Ne, ist nur ein Wildschwein. Okay, ein Wildschwein. Hey, Bruder. Hey, Bruder. Ich glaube, das müssen wir auch wegmachen, weil wir brauchen das Fleisch. Bäm. Sehr schön. Hat das auch schon geklappt? Feier kriegen wir nicht wieder. Das ist jetzt nicht so tragisch. Wir werden auf jeden Fall die ganze Tierhaut alles sammeln. Weil aus Gründen. So, machen wir hier zu. Wimpys habe ich momentan aus. Deswegen frage ich mich jetzt, warum ich zumache. Weil, wo ich da gesammelt habe, ey Leute, das... Ich habe gesagt, nee, weißt du, mach aus. Das bringt... Ey, mein Junge, du stehst falsch. Geil, hast du das gesehen? Da mitten vor der Türe hier, Junge. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, aber schön, 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 schön. So, jetzt ist die Maispflanze natürlich auch durch, aber hier nicht. Da bräuchten wir wieder Wasser. Wie sieht's denn aus mit unserer Wanne? Die sieht ziemlich leer aus. So, gib mal schmutziges Wasser her. Wir müssen nämlich hier gießen. Sonst wächst nichts. So. Und wir müssen auch ganz, ganz schnell, ja, habe ich mir auch überlegt, ganz, ganz schnell eigentlich noch die letzten Techs holen, dass wir einfach alles haben, damit wir hier aufbauen können ohne Ende. Aber gut, solange wir mal jetzt nicht so viel Aluminium haben, habe ich mir gedacht, kann ein bisschen, ey, doch, wir haben doch alles für die Dosen. Guck mal. Oh, hier, da kannst du einmal essen, kannst du zweimal essen, kannst du dich erfreuen. Dann das rüber, das rüber, das rüber, dann bauen wir die uns wieder her. Ach, was machst denn du? Nimm das mal weg. Mit einer Bandage wird das nicht mal jung. Oh, und ich glaube, ich habe die falschen weggenommen. Naja. Nicht schlimm, oder? Nicht schlimm. Ist egal. Was wir haben, das haben wir. Jetzt haben wir davon 3. So, 2 rohes Fleisch, das hängen wir natürlich hin. Jetzt haben wir das hier. Da ist mal hier noch eine. So, jetzt sind wir aber richtig gut dabei, würde ich sagen. Einmal frei. Oh, und Leute, ich will jetzt auch ein bisschen Ballett machen. Aus dem Grund, weil uns erwartet... Ich müsste eigentlich hier voll Wasser machen. Ja. Weil uns erwartet natürlich, dass ein Update mit der Version 0,7, genau, mit der Version 0,7. Und da hat man ja letztens schon drüber gesprochen, dass da dann Glaselemente reinkommen, ne? Also Glaswände, Glastür, Glas Boden, Decke, wie auch immer. Ja, ich glaube, Glass Foundations sind auch. Und was uns natürlich alle riesig freut, oh Gott sei es gedankt, ey, dass er uns erhört hat, dass auch Eisenwerkzeuge reinkommen. Genau. Und da habe ich mir überlegt, jetzt nehmen wir hier schon mal Zähne mit. Wir müssen weiter Eisen durchschießen. Weil Eisen werden wir noch so viel brauchen, ey. Das ist der Hammer. So. Einmal frei, machen wir hier nochmal voll. Und dann geht's gleich raus. So, den Stock schmeißt du jetzt da rein, brauchst du jetzt nicht. So, hier hinten, die Kupferbarren sind fertig. Dann kannst du hier schon mal ausmachen. Ja, nimm mal das da. Ja, hier können wir jetzt auch erstmal ausmachen. So, machst du das erstmal aus? Weil wir haben heute Großbaustelle, Freunde. So, und jetzt fangen wir an. Und ich werde das immer so machen. Habe ich mal überlegt, wenn wir ein großes Bauvorhaben, wie jetzt zum Beispiel da, da muss so viel fertig werden. Ich werde zwischen den Folgen dann immer die Bretter auffüllen und wir werden sie zusammen verbauen. So, guck mal, was du hier mitkriegst. Okay, laufen können wir noch. Wie viel haben wir jetzt mit? 10, 20, 30, 35 Bretter. Alter Falter. Und jetzt gucke hin, was du damit fertig kriegst. So gut wie auch nicht. So, einmal.
Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Und eins fehlt, genau. Das war mir klar. 6 mal 6 waren 36. Eins hat gefehlt. Nicht schlimm. Jetzt wieder rein. Wir haben hier noch Bretter. Und dann können wir hier richtig... Ja, ich könnte jetzt die Dinger mitnehmen. Habt ihr vollkommen recht. Aber wer macht das schon gerne? Ich mag das auch hier ein bisschen hin und her zu laufen. Weißt du wie? Ich meine, es ist jetzt ja nicht so, dass wir jetzt hier meilenweit laufen müssen. Weil, wie gesagt, das wird... Wir werden hier nämlich an diesem Gehöft... An dieser Base. Oh, da war es das schon wieder. Alter Falter, ne, ob wir das heute fertig kriegen? Ja, komm, wir haben so viele Bretter hier noch. Also von daher. Und es werden ja nebenbei dann auch welche durchlaufen. Apropos. Es werden welche durchlaufen. Ja, dann mach da gleich mal weiter. Ja, wieso nicht? Weißt du wie? Solange wir mal haben, können wir doch da noch machen. So, dass wir jetzt erstmal hier ringsrum fertig kriegen. Ah, das wird so schön, Leute, ehrlich. Das wird so schön hier. Ja, sauber. Haben wir geil gemacht. Sehr schön. Ich bin stolz auf uns. So, die erste Wand. Zweite Wand. Und... Ja, okay. So, weiter geht's. Jetzt machen wir erst mal hier leer. Alter, wenn du dir wohl... Ich meine, das hat ja nicht mal lange gedauert, ne? Muss ich auch ehrlich sagen. Das war jetzt eine Arbeit vielleicht von einer halben Stunde, was ich hier alles vorbereitet habe. Das ging ruckzuck. Natürlich dadurch, dass die Wampis aus sind, ab und zu mal vielleicht hier ein Fuchs vorbeikommt. Aber das war echt gar nichts. Hier kam gar nichts vorbei. Alter, dieses Gewitter ist echt der Hammer. Aber ey, das war so geil. Ich bin hier nur rumgelaufen und gemacht und hast nicht gesehen. Im Akkord. Akkordarbeit. Junge, sowas wird er heutzutage gerne gesehen, wenn einer so gut kann. So, jetzt zieht man noch 4 Stück her. Dann haben wir es schon geschafft. So, 1, 2, 3, 4. Perfekt. Ey, geil. Wir haben das schon mal so ringsrum fertig gekriegt, wie ich es wollte. Das gefällt mir. So. Jetzt heißt es, wir müssen weiter anzeichnen. Na prima. Aber das ist das Geile. Jetzt können wir schön zusammen erstmal ein bisschen wieder anzeichnen. So. Ist das jetzt? Ja, das ist richtig. Ja, ja. Ach halt, ich wollte doch gucken, wie ich das mit dem... Wenn ich jetzt, müsste ich ja hier... Warte mal, wir werden da gleich eine noch wegnehmen. So. So. Ne, ich bin falsch. Wartet, Freunde, wartet. Ich bin jetzt gerade komplett falsch. Okay, das werden wir gleich sehen. Warte mal. So, jetzt sind wir weg hier. Ich glaube, das hier muss weg. So wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Ich muss mal kurz gucken. Warte, wir müssen mal kurz gucken. Was haben wir denn hier für Leitern? Leitertreppe mittig. So. So habe ich mir das vorgestellt. Links und rechts eine hoch. Auf einer Seite. Auf der anderen Seite, ja. 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 Okay, bricht das mal ab. So, pass auf jetzt. Jetzt muss ich aufpassen. Zack. So. Bin ich wieder da? Ich bin wieder da. Ja, ich habe das immer noch nicht umgeändert. Warum auch? Ich drücke dann halt zweimal drauf und dann passiert nichts. So, perfekt. Alter, dieses Gewitter, ne? Ist der Hammer. So, jetzt zeige ich her. Einmal. Zweimal. Hier kommst du dann hoch. Und dann bist du oben auf der Etage. Ich weiß noch nicht, wie wir das oben denn machen. Da gucken wir dann mal, wenn es soweit ist, ne? So, jetzt brauchen wir hier Holzscheite und Bretter natürlich. Und was brauchen wir für die Treppen? 4 Holzscheite und 6 Bretter. Also 12 Bretter und 8 Holzscheite. Wie viel? 8? 12 Bretter und 8 Holzscheite. So, gib mal die Holzscheite mit hier. Da haben wir 6, 7, 8. Und 12 Bretter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sehr schön. So, nimm die Waren mit raus. Ich glaube, hoch kommen wir jetzt nicht. Doch, kommen wir. Aber ich komme nicht hoch. Doch, jetzt komme ich hoch. Geil. Cool, hat geklappt. Wir müssen unbedingt dann noch eine Treppe hinbauen. So. Jawohl. So, machen wir die erste fertig. Jawohl, ja. Sehr nice. So, machen wir die zweite noch fertig. Super, geil. Schön. So, jetzt können wir uns nämlich hier außen auch schon anzeichnen. Ja, wir zeichnen uns alles an hier. Ich muss jetzt nur gucken, passt das so? Ja. Das passt auch. Kriege ich den von hier auch noch dran? Sehr schön. So, das ganze Ding geht dann natürlich einmal hier rum, ne? So, jetzt muss ich gucken, dass das auch noch passt. Ne, da wo... Dann sind die hier drinne falsch. Oh, warte mal. Halt.
Brich mal ab. Der wäre falsch. Jetzt muss ich nämlich aufpassen, was falsch ist und was nicht. Die sollen ja alle die gleiche Richtung haben, ne? Das heißt, der hier wäre falsch. So. Der wäre falsch. So. Der wäre auch falsch. Und der wäre richtig, so wie ich es sehe. Genau. Die sind natürlich richtig so. Jetzt müssen wir das richtig anzeichnen wieder. So, passt. Ja, wie gesagt, es gibt jetzt halt auch ein paar schöne Baurunden. So ist richtig. So ist richtig. So ist richtig. Und dann kommt hier noch einer in der Mitte, die können wir erst bauen, wenn es soweit ist. So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir hier draußen erstmal weiter, damit wir auch gut reinkommen. Und zwar brauchen wir eine Treppe. Hier eine Holztreppe. So, bitte einmal da dran. Das gleiche auf der anderen Seite natürlich. Hallo Schwein, du bist gleich Flicker. So, Bogen raus. Und dann die Speer. Schweini, Schwein. Hörst du das auch donnern? Echt? Hast du nicht gehört? Naja, hast du es kommen sehen? Auch nicht. Naja, kann ich auch nicht so viel. Halt, lass den Stock liegen. Wir haben den Stockständer voll. Und wir werden uns auch ein massives Lager bauen. Also ich habe hier richtig viel vor. Also das kann ich euch jetzt schon verraten. Ne? Und das wird so richtig geil werden, Leute. Das wird richtig geil werden. Das könnt ihr mir echt glauben. So, zeig mal her, hier schön. So, jetzt hier die Brocken raus. Die Brocken raus. Jetzt bräuchte man wieder 10 Stück. Wir müssen auf jeden Fall hier nebenbei durchlaufen lassen. So, nimm mal die Kiste mit. So, wie viel haben wir jetzt hier drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, ich habe einen reingepackt, den habe ich jetzt nicht mitgezählt. Deswegen passt es wieder. So. Sehr schön. Aber da sind wir heute schon echt gut weit gekommen, ehrlich. So, was brauchen wir jetzt für das Teil hier? Wir brauchen mal 3 Holzschalter und 4 Bretter. So, das machen wir als erstes. 4 Bretter und 3 Holzschalter. 1, 2, 3, 4. Bretter haben wir ja auch noch. Menschenskinder, ey. Ich habe das schon wieder vergessen, dass da ein Haufen Bretter sind. So. Zack, da ist die erste fertig. Da drüben auch nochmal 4 Bretter, 3 Holzscheite. Dann haben wir das doch nämlich schon mal fertig. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Und auf geht's. Ah, ich liebe das. Weißt du, so ein bisschen rumzubauen, sich eine richtig geile Base aufzubauen, das wird Hammer. Was natürlich jetzt nicht der Hammer ist, dass, wenn die Wampis kommen, dass wir dieses Gebäude nicht geschützt haben. Deswegen müssen wir raus und müssen Kamikaze dann machen. So, jetzt kommen hier auf jeden Fall Türen rein. Das ist erstmal das nächste. So, einmal. Zweimal. Und für die Türen brauchen wir 8 Bretter, das heißt 16. So, dann würde ich sagen, machen wir hier drüben leer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, da haben wir die Türen fertig. Siehst du, es ist einmal frei, wenn du echt so ein bisschen vorbereitet hast und dass wir den schön zusammen bauen können. Genauso habe ich mir das vorgestellt und nicht anders. So, zack, jetzt sind die Türen fertig. Geil. So, dann heißt es hier draußen, das mache ich dann später. Jetzt würde ich erst schon mal vorschlagen, dass wir hier innen drin den Deckel zumachen. Das heißt, wir brauchen Holzscheite, 3, 6, 9. Müsste ich auf dem Wagen draufkriegen. Wollen wir die vielleicht? Was ist? Ich habe eine Idee. So. Ne? Weißt du Bescheid? So, wir gehen Holz hacken. Nehmen wir. Ach, die Ausdauer, ne? Weil ich ständig auf der Ausdauer bin. Warte mal kurz. Ah, herrlich. Gerade Kaffeezeit. Ah, einen Schluck Kaffee, ne? Das ist immer was Feines. So, wo ist denn jetzt hier ein großer Baum? Wenn ich nehme 3 kleine. Ist auch nicht schlimm. So. Wo habe ich die Axt? Hier haben wir die Axt. Die ist ja noch voll, genau. So, das heißt, jedes Mal 3 kleine sind 3 Foundations mit. Ja, das ist. Das heißt, 3-mal hin und her laufen, dann haben wir es eigentlich. So. Zack, 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 zack. So, ey, das wird. So. Und dann müssen wir mal gucken,
wann wir dann das nächste Mal zum Aluminium laufen. Weil alle 5 Minuten, ich denke, wir könnten schon Glück haben, dass wir eventuell morgen in der nächsten Folge schon einmal rüberlaufen können. Und schon mal nach dem ersten Aluminium gucken können. Das wäre genial. Wollen wir das so machen, dass wir immer gemeinsam dann einmal laufen, nachgucken, was so passiert ist und anschließend bauen wir weiter. Aber ich bereite dann immer schon wieder in der Zwischenzeit vor. Weißt du wie? So können wir es doch machen, sodass wir quasi, dass ich viel Material da habe. Ich könnte jetzt da hinten rausnehmen, aber ganz ehrlich, ein bisschen müssen wir auch noch zusammen hier auf Holzredoute gehen. Damit dann nachher nicht so viel Vorbereitungszeit ist. Weil ganz ehrlich, mit der Vorbereitungszeit, ja, gut und schön, dass ich so viel vorbereite, aber mir fehlt die Zeit quasi, um richtig gut vorzubereiten, ne? Warte mal. So. Also ich bin jetzt hier nicht, ne? Ich habe hier nicht rund um die Uhr Zeit, sage ich mal, hier zu sitzen, aufzunehmen und vorzubereiten. Leider geht das nicht. Aber das ist nicht schlimm. So, was brauchen wir jetzt hier? Brauchen wir hier drei. Okay, das haben wir. Wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück. 6 mal 4 sind... Na, wer hätte es gedacht? 24. Jetzt brauchen wir 24 Bretter. Die holen wir uns jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 23, 24. So. Jetzt haben wir die Bretter. Jetzt können wir die schon mal fertig machen. Und dann können wir die äußeren. Gehen wir an die äußeren ran. Zack, 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 zack. Wie gesagt, das wird nachher ein richtig großes, massives Gebäude sein, Leute. Habe ich mich verzählt mit dem Bretter? Nö, passt. Perfekt. So, jetzt heißt es 1, 2, 3. Jawohl. So, da holen wir die nächste Koche noch einmal ran hier. Hier, gehen wir gleich hier dazwischen. So, Axt raus und weiter geht's. Ich hoffe, euch gefallen auch so eine Runden, dass wir so eine Baurunden jetzt hier haben. Und wie gesagt, die letzten Techs holen wir auch noch. Da machen wir uns die Tare auch noch los. Dass wir das dann weg haben, weißt du? Und dann ist das erledigt mit den Techs. Dann haben wir einmal alle 3 Städte durch. Dann bauen wir uns gemütlich hier schön die Base auf, so wie wir sie haben wollen. Und dann kann das Update kommen. Eigentlich müsste man aufs Update warten, weißt du wie, aber ich habe mir gesagt, wieso. So. Wir bauen schon mal, weil wir müssen ja dann auch noch ganz viel Zement herstellen. Wir müssen ganz viel trockene Ziegel herstellen und so weiter und so fort. Ne, damit wir dann nachher einmal alles haben. So, jetzt brauchen wir noch 3 Stück erstmal für das, was ich angezeichnet habe. Komm, lass uns mal da schnell einholen. Da brauche ich jetzt die Karre nicht. Und dann geht's hoch, da müssen wir weiter anzeichnen. Und ja. Und übrigens, mir ist eingefallen, ich habe letztens in der Folge, ich weiß gar nicht was, in der vorgestrigen oder, ach, ich weiß es gar nicht, so jetzt 4x4 sind 16, 16 Bretter wieder. Vielleicht haben wir die hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Perfekt. Habe ich ja gesagt, dass ein neues Projekt bei mir bald auf dem Kanal kommt. Wahrscheinlich nach der Infected. Vielleicht schon vorher, dass da mal eine Folge mit reinkommt. Weiß ich noch nicht. Muss ich gucken, wie ich es mache. Ich hoffe, das Projekt, was da kommt, wird euch gefallen. Weil ich bin so geflasht davon. Und ich will das unbedingt machen. Und wir reden hier über Ark. So, jetzt werden vielleicht viele sagen, was, Ark, oh nein, wollen wir nicht, dann schreibt mir das bitte. Oder wenn ihr sagt, oh was geil, Ark, ja, was machst du denn da bei Ark? Ja, ich probiere mit euch zusammen, haha, die gehypte Map aus. Was meint er jetzt mit gehypte Map? Ja, siehst du? Weißt du wieder nicht, ne? So, und ich glaube, hier oben geht es dann noch einmal weiter. Ich weiß noch nicht, ob das mit den Treppen so bleibt. Sage ich euch gleich, weil ich muss gucken, ja. Wie ich mir das hier oben so vorgestellt habe. Jetzt müssen wir das auf jeden Fall fertig machen. So. Wie gesagt, zwischen der und der nächsten Folge gehe ich dann erstmal wieder ein bisschen den Holzrand schleppen. Ja, lass wieder Bretter durchlaufen, damit wir haben. Nein. Nimm die 2. Dieses... Oh, ich weiß nicht. Ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Da hinten kommt doch der Sack. Nein, nimm die 3, Junge. Nimm die 3.
Sauber. Haben wir auch. Dieses Arc Fjörtür irgendwie, oder. Ja, lacht euch ruhig kaputt, lacht euch ruhig kaputt, da habe ich kein Problem damit. Aber diese Map, ich habe sie schon runtergeladen und habe mir noch ein paar Mods dazu runtergeladen, die auch dazu passen. Zum Beispiel dieses Ekos Vikings Dekor. Das habe ich mir dazu runtergeladen, damit wir das Ganze vielleicht so ein bisschen auch im Wikinger-Stil haben werden. Ich weiß jetzt nur nicht, ob man da noch was hat, dass man auch, sage ich mal. Also es gibt bei dieser Mod mit diesem Dekor, weiß ich. Ich habe es schon mal getestet auf meinem normalen Spielstand, den ich ja, Solarifari spiele, beziehungsweise meistens nehme, um zu testen. Habe ich schon mal getestet, was das so ist, ne, mit diesen Vikings. Und ey Leute, das ist ja so richtig geil. Ey. Du hast da so ein kleines Wikinger-Schiff, kannst du dir herstellen. Das ist einfach der Hammer. Und da habe ich mal gesagt, ey, das passt doch. Das passt doch einwandfrei dazu. Wieso nicht, weißt du? Wieso nicht? So, jetzt brauchen wir hier gleich mal noch eine kleine Runde mit Stein. So. Weil ich denke mal, die hier drinnen sind alle durch. Und ich habe da richtig Bock denn auf diese neue Map mit euch zusammen. So ein bisschen auf die so ein bisschen schön erkunden und uns auch was Schönes aufbauen. Da müssen wir mal gucken, was wir uns denn aufbauen. Also ich bin ja einer, der dann gerne groß und viel bauen will und möchte und im Endeffekt. Ja. Ne? Ist es dann einfach zu viel, was ich dann habe, weißt du wie? Naja. So, das haben wir auch. Nächstes Holz. Nächstes Holz, nächstes Holz, nächstes Holz. Entschuldigung fürs Singen. So, mal gucken, wie weit wir kommen. Weil ich möchte auf jeden Fall dieses Grundkonzept möchte ich jetzt stehen haben, weißt du wie? Und wir liegen recht gut auch heute in der Zeit. Ich meine, wir haben echt viel geschafft, ne? Ja, ich sag doch, wenn man so ein bisschen vorbereitet, ne? Dann packt man echt viel. So, komm her, mein Junge. Ja, Lehm, das muss man auch noch. Wir müssen den Lehm farmen gehen. Ich weiß nicht, soll ich das alleine machen, das ganze Lehm farmen? Soll ich euch mitnehmen? Oder, weißt du, das sind halt so eine Sachen, wo ich recht unschlüssig bin. Was das halt alles angeht, weißt du wie? So, jetzt können wir hier gleich weitermachen. So, dann holen wir noch eine Fuhre zusammen. Dann holen wir uns die Bretter noch raus. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder mit vollen Lagern. Und dann läuft das hier. Ich sag doch, und so mal habe ich das die ganze Zeit gemacht. Weißt du, ich bin hin und her gelaufen, die Karre vor ihr geklatscht, hab Bretter hergestellt, hab schon nebenbei die Lager befüllt. Und das geht eigentlich relativ zügig, ne? Von daher. Na, da würde ich sagen, bevor wir dann die Foundations fertig machen, mache ich die Lager voll, lass schon mal wieder Haufen Bretter durchlaufen, dass wir dann wirklich in der nächsten Folge oben fertig kriegen. Weißt du wie? Nicht? Naja, ich auch nicht. Ja, aber wie gesagt, mit Ark, lasst mir das gerne wissen, ob ihr da auch voll Bock drauf hättet. Würde ich mich riesig freuen. Gerade ich als kleines Licht am Horizont. So, wie sieht's aus? Was fehlt uns hier? Hier fehlt noch eins. Ja, einer. Kommt, den holen wir noch geschwind per Hand. Dann haben wir schon mal die ganzen Holzscheite drin. Ist doch super. Sauber. So, und dann müssen wir uns überlegen, wann wir die letzten Techs holen. Weil die möchte ich auf jeden Fall auch noch holen. Dass wir echt dann alles hier haben. So, jetzt fehlen uns nur noch die ganzen Bretter hier. Einmal frei. So. Hier drinnen? Hier drinnen fehlen unsere drei Holzscheite. Die müssen wir jetzt noch holen. Die müssen wir jetzt noch holen, Leute. So. Na, dann gib mal her. So, da hinten sind große Bäume. Ich weiß nicht, wie lange bleiben denn die Sachen liegen? Weil es heißt ja immer, dass das nach einer Weile die spawnen, weißt du? Weil ich würde einmal gerne mit der Axt durchgehen und würde dann, ne, das Holz einfach nach und nach aufsammeln. Aber das ist halt so die Sache, ne? Weißt du doch nicht. So, jetzt machen wir noch einmal das. Ich hoffe, es reicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawohl, das geht. Da können wir nochmal Eisen durchballern. Da sind wir da auch schon wieder relativ gut aufgestellt, weil wir werden es brauchen. So, jetzt hier das Zeug reinmachen.
So, na gucke mal, wie schön. Ey, das läuft, ehrlich, wenn du so nebenbei baust, machst das Eisen so, ne, freust dich hier, gucke. Schon wieder 9 Stück, einmal frei. So, wie sieht's aus? Ja, ich werde heute den Tag noch auf jeden Fall durchfahren. Und morgen, hier, Wasser ist auch wieder genug da, perfekt. Da könnte man eigentlich gleich nochmal was abkochen, weil ich glaube, wir haben nicht mehr viel. 28, kannst du mal trinken, jetzt hast du nur 5, jetzt nimmst du dir schmutziges Wasser. Dann hier mal abkochen, weil wir brauchen auch auf jeden Fall den Herd. Und ja, so, hier kannst du das Fleisch dranhängen. So, das mache ich jetzt alles mit euch noch zusammen. Dann haust du hier das Fleisch drauf. Perfekt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich bereite jetzt ein bisschen vor und dann haben wir wieder volle Lager. So wird's gemacht und dann bis morgen. Ciao, ciao.